Hallo, hier ist Markus. Neben mir sitzt Jens. Servus, wie war denn dein Vortrag? Hallo Markus, ein sehr erfrischender Vortrag. Jetzt, ich glaube, das dritte Jahr beim SEO Day. Hat wieder Spaß gemacht. Was Tolles, was der Fabian hier auf die Beine gebracht hat. Und auch vom Publikum, man hat nicht nur die SEO-Szene drin, sondern wirklich viele Unternehmen, die wirklich interessiert sind. Insofern macht es jedes Jahr wieder neu Spaß. Also mittlerweile merkt man ja irgendwie, in der ganzen Branche hört man, Linkabbau ist irgendwie gefühlt der neue Linkaufbau. Was hältst du davon? Dein Vortrag ging ja auch in die Richtung über Linkabbau. Ja, Google macht ja bekanntermaßen relativ viel Angst in der letzten Zeit, gerade durch die automatisierten blauen Briefe. Und die erste Welle hat die SEOs erwischt, die zweite Welle hat die Unternehmen erwischt. Die Unternehmen sind sehr vorsichtig geworden. Wir kriegen sehr, sehr viele Linkabbauanfragen im Augenblick von Unternehmen, die gerade natürlich dann auch inklusive Agenturwechsel. Insofern ändert sich eine Arbeit da, wo man früher Links aufgebaut hat. Da baut man heute eher ab, schaut auf das Linkprofil und muss da eigentlich eher ein gutes Handwerk machen und mit Erfahrung genau diese Links monitoren. Sei es bei einer bestehenden Penalty oder sei es auch schon mal vorab, um zu sagen, hey, lass uns mal lieber restriktiv zurückbauen. Wie ist denn bei euch das normale Vorgehen beim Linkabbau? Also eine Anfrage kommt rein, guckt ihr euch das Linkprofil als erstes, denke ich mal, an? Richtig, also es ist ein absolutes Handwerk. Wir schauen uns wirklich die gesamte Link-Historie an, alle Informationen, die wir kriegen können, ob über Tools, ich möchte Ahrefs zum Beispiel als sehr, sehr gutes Tool dafür nennen, oder Webmaster-Tools, wo ich aber auch nicht alle Links drin habe, wo ich 301-Weiterleitungen nicht erkenne, die vielleicht mich spammen wollen oder die ich früher mal gesetzt habe vom alten Portal, wo noch dreckige Links draufgehen. Das heißt, da schauen wir uns, bilden wir schon eine Hauptmenge aus diesen ganzen Schnittmengen und schauen dann einfach mit der Erfahrung jeden einzelnen Link an. Ist es ein typischer Blogbeitrag mit 300 Worten und einem Wikipedia-Link oder ist es wirklich ein Link, den ich jetzt auch auf meinem privaten Ding setzen würde, aus einem guten Gefühl heraus? Also schon sehr viel Handarbeit oder überlasst er dann Tools, sag ich mal, Vorschlägen, inwieweit da wertvolle Links vielleicht doch noch hinter Zahlen versteckt sein könnten? Ich glaube, einige versuchen sich natürlich an den Vorschlägen, an der automatischen Bewertung von Links. Wir gehen jeden aber händisch durch. Ich möchte mich darauf nicht verlassen. Wie gesagt, als Beispiel, ich möchte gar keine Beispiele nennen, aber hier glaube ich nicht an die automatisierte Auswahl. Ja, ich glaube auch und ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass man schon mehr Handwerk noch anlegen sollte, teilweise das eigene Profil des Kunden teilweise als schlechte Linkpartnerschaft gewertet werden können. Wenn man sich dann nur auf Tools verlassen würde, würde man auch sowas entwerten, müsste man auch vor dem Kunden dann wieder vertreten. Nein, absolut. Der Kunde heute ist ja relativ alleingelassen und ist ja absolut verunsichert. Es hat ja 3 Jahre lang, wenn sie Links aufgebaut haben, in dieser Zeit wunderbar funktioniert. Früher ganz dreckige Methoden, sie sind ein bisschen sauberer geworden und auf einmal funktioniert es halt nicht mehr und der Kunde muss eine 180-Grad-Drehung machen. Soll er der alten Agentur noch vertrauen, die ja eigentlich, ich sag mal, eine gute Arbeit gemacht hat über 3 Jahre, weil sie den Traffic gesteigert hat, was ohne Links vielleicht in dieser Zeit nicht möglich gewesen wäre, jetzt aber eine Penalty kriegt. Insofern ist es eigentlich immer ein sehr zweischneidiges Schwert und ein Kunde, der nicht komplett im Thema ist immer absolut verunsichert. Und ich finde, da muss man auch mit offenen Karten reden und auch versuchen, eine Agentur objektiv zu bewerten, auch eine Ex-Agentur, definitiv. Das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung, auch den Kunden eine gewisse Transparenz einerseits zu geben, aber andererseits den Kunden im Wissen fit genug zu machen, um, sag ich mal, das auch bewerten zu können. Wie habt ihr da Erfahrungen gemacht? Wie reagieren da Kunden? Ich meine, Halbwissen, das ist ziemlich gefährlich, vor allem im Thema Links. Du weißt es vielleicht selber, dass das schönste Arbeiten ist, entweder wenn der Kunde dir vertraut und weiß, was zu tun ist, dann kann er es bewerten, oder er vertraut dir blind. Das muss dann aber auch ganz tief gehen und er hat von dem Thema keine Ahnung. Wenn er dieses gefährliche Halbwissen hat und sich mit anderen austauscht und gerade in der Agenturszene
wird das ein oder andere geredet und dann immer mit neuen Sachen kommt, die man dann erstmal wieder erklären muss und warum das vielleicht heutzutage nicht mehr so ist, die Agentur aber vielleicht doch noch irgendwo in der Zeit von 2010 lebt. Das ist eigentlich so das, ich will nicht sagen unangenehmste, aber das Aufwendigste mit dem Kunden zusammen. Und es ist schön, dass er die Neugierde zeigt und das soll er haben. Aber wie gesagt, es sind zu viele Meinungen auf dem Markt, die einfach noch altbacken sind oder vielleicht auch noch der Meinung sind, du hast ein Penalty bekommen, dann müssen wir ganz viele neue Links aufbauen, damit die Linkratio besser wird. So, und da ist man so ein bisschen am Kämpfen gegen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass man das den Unternehmen sehr, sehr gut klar machen kann, ja. Wie läuft das denn beim Linkabbau bei euch ab? Also versucht ihr Listen zu erarbeiten oder versucht ihr auch dann wirklich in Kontakt zu treten? Wie läuft das bei euch? Also wie gesagt, wir erstellen erstmal lange Listen, bewerten diese ganzen Links, versuchen dann die Webmaster wirklich auch freundlich anzuschreiben. Je mehr Reconsideration Requests man stellt, desto freundschaftlicher wird das Verhältnis mit einigen Leuten. Sind natürlich einige Anekdoten dabei, gerade wenn man mit Forenbetreibern mal telefoniert oder sonstigen, die dann ganz klar sagen, hey, ihr habt 3 Jahre lang mein Forum zugespammt und kaputt gemacht mit euren Links und integrierten Beiträgen und jetzt soll ich aktiv werden und für euch die Links rauslöschen. Nein, danke. So, und da versteht man einfach auch mal die andere Seite und muss einfach auch mal objektiv sehen, wie schädlich manche Sachen einfach auch sind in der Zusammenarbeit. Ich meine, Links ist zwar ein Thema, ich meine, es gibt noch mehr Sachen, die man tun kann. Was empfiehlt ihr da quasi als, sag mal, bessere Variante, wie man heute, ja, langfristige SEO macht? Es geht ja immer noch um Links, obwohl ich einen Link jetzt nicht als Backlink sehe. Ein Link ist ein Hyperlink, ein Link ist eine Empfehlung und das kann ein geschriebenes Wort sein, das kann eine Art Branding sein, das kann eine Erwähnung von meinem Unternehmen, von meiner Webseite sein. Und ich glaube, dass Google halt auch in diese Richtung denkt, wir reden über Brands, über Unternehmen schaffen und auch Branding schaffen. Und ich glaube, das sind einfach Hyperlinks, die nicht auf Backlinks reduziert werden sollten. Punktum. Und damit gehen wir eigentlich in das Thema Content Marketing. Und genauso sehe ich es. Schreibe gute Geschichten, mach Storytelling. Wir reden da jetzt seit 2-3 Jahren drüber. Aber ich glaube, bei Google ist es so angekommen und es wird halt heute auch immer mehr so bewertet. Definitiv finde ich meine Erwähnung, dann bin ich einfach da. Punktum. Ihr habt ja eine, ich komme jetzt zum Schluss des Interviews, ihr habt ja eine ziemlich große Agentur, oder du hast eine große Agentur. Wie viele Leute seid ihr denn schon? Wir sind heute 15 Leute am Standort in Bremen, sind vor 2 Jahren gegründet. Wie gesagt, beraten Kunden im AM Consulting, im SEO Consulting und auch im weiteren Performance Marketing. Das heißt, reine Zahlenmenschen, die sehr unkreativ sind, aber sehr gut mit Zahlen können. Und da machen wir, wie gesagt, AdWords, Display, Facebook und neu hinzugekommen jetzt auch nochmal Twitter-Ads, wo wir gerade sehr, sehr erfolgreich auch mit rumspielen. Schöne Maßnahme, auch in Deutschland, gerade für Early Adopter, technikbegeisterte Meinungsmacher, definitiv. Vielen Dank für das Interview.